Ich bin Christian Nagley und heute erkläre ich dir, wie du ganz einfach den Whistle-Chocolate machst und die Butch. Aber vorher drückst du bitte unten auf Abonnieren, damit du meinen Kanal abonnierst und keine tollen Zaubervideos mehr verpasst. Und am besten klickst du dann auch noch gleich auf die Glocke und so wirst du auch benachrichtigt, immer wenn ein neues Video online geht. Okay, so, legen wir los. Also, viele Leute denken, man müsste den Whistle-Chocolate auf einem Tisch machen. Kann man? Muss man aber nicht. Ich erkläre es euch, wie ihr es einfach so im Stehen machen könnt, ohne Tisch, ohne Knie, ohne Bein, ohne was weiß ich. Einfach so, ganz einfach. Wenn es aber einfacher für euch mit Tisch geht, ja, dann macht es mit Tisch. Macht es so, wie es am einfachsten für euch ist. Gut, fangen wir an. Wir nehmen das Kartenspiel folgendermaßen. Kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger und Daumen der gegenüberliegenden Seite und Zeigefinger habt ihr hinten im Spiel. Was ihr jetzt machen müsst, was ihr lernen müsst, ist mit dem Daumen so durch die Karten zu feschen. Ja? So. Okay. Das ist das Grundprinzip vom Whistle-Chocolate. Am besten nehmt ihr das mit beiden Händen. Ja? Alles klar? Das ist die erste Übung, die ihr macht. Dann fächert ihr ungefähr die Hälfte vom Kartenspiel in eure linke Hand. Also ihr nehmt das Kartenspiel in die rechte Hand, so wie eben hier der Grundgriff ist, mit kleiner Finger, Ringfinger, Mittelfinger, Daumen oben, Zeigefinger unten und fächert ungefähr die Hälfte vom Kartenspiel in die linke Hand. Greift dann hier mit Daumen, stoßt mit den Fingern der rechten Hand hoch und dann habt ihr die linke Hand genau in der gleichen Position wie die rechte Hand. Ja? Nochmal von vorne. So. Jetzt habt ihr die Karten mehr oder weniger gleich aufgeteilt. Ja? So. Und jetzt kommen die Karten. Ihr müsst den Griff echt festhalten, weil ihr stabilisiert mit den Fingern die Karten. So ineinander. Eine Karte. Ja? Ich mach's nochmal, ich ziehe jetzt auseinander. Damit ihr es nochmal seht. Ihr könnt nur die Ecke machen, könnt aber auch mehr machen, so ich weiß nicht, einen halben Zentimeter ungefähr maximal. Lasst ihr die Karten ineinander fallen. Ja, okay. Nochmal alle Schritte von vorne. Linke Hand. So. Und Tasche. Eigentlich habt ihr jetzt schon die Karten gemischt. Ihr könntet theoretischerweise die Karten zusammendrücken und nochmal machen. So. Könntet ihr machen. Die Karten werden schon gemischt. Am besten kommt es natürlich an, wenn ihr nicht nur so die Karten zusammenfaltet, sondern auch die Bridge macht. Und wie geht dieser Teil? Also nochmal von vorne. Teil der Karten in die linke Hand zusammen und jetzt drückt ihr die Karten nach oben so und mit dem Daumen stabilisiert ihr, ja, und ihr lasst dann mit euren Fingern hier langsam den Druck von den unteren Karten und dann fahren die zusammen. Das war jetzt langsam, dafür fielen die jetzt nicht sauber zusammen. Mache nochmal. Ja, nochmal. Okay. Alles klar. Eigentlich ist der Whistle-Chocolate ziemlich einfach. So, hopp.
Bridge auf. Ihr müsst eben bloß ein Gefühl dafür kriegen, mit dem Druck der Karten, inwieweit ihr die Karten zusammendrückt oder nicht. Ist klar? Ich habe auch noch andere Videos, wie du Karten mischst. Ich habe noch ein Video mit dem Hingeschaffel. Den Link setze ich dir einfach oben hin. Und dann hoffe ich, dass dir mein kleines Video gefallen hat. Ich hoffe, dass du den Würfelschaffel jetzt gut lernst. Und natürlich hoffe ich auch, dass du daran denkst, den Kanal zu abonnieren, indem du hier unten, da, irgendwo, auf das rote Abonnieren-Pfeil klickst. Und am besten klickst du auch auf die Glocke, denn dann bist du immer wieder informiert, wenn ein neues, tolles Zaubervideo online geht. Ich bin Christian Avey, ich bin Zauberer und willkommen auf meinem YouTube-Kanal.